Und damit willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wie ich finde, immer noch ein sehr dummer Titel für die beiden Spiele, aber okay. Ich weiß nicht, warum dieser Trailer nicht, oder dieses Intro halt, nicht direkt am Anfang angezeigt wurde in Part 1, aber der kommt erst, wenn man schon einen Spielstand hat. Was ich sehr fragwürdig finde. Aber ja, willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir unser allererstes Pokémon bekommen. Wir haben es erstmal gestohlen und dann dachte er sich, ja, okay, keine Anzeige, kannst du es behalten. Und ja, yeah, jetzt haben wir einen Chillast. Und ja, wir reden mal mit den Leuten. Siehst du den blauen PC da drüben? Den mit dem modischen Design? Wenn du Pokémon im Gepäck hast, kannst du ihn nach Belieben nutzen. Cool. Es tut mir schrecklich leid, aber aufgrund von Bauarbeiten ist Unbefugten der Zutritt verwehrt. Bitte komm später nochmal wieder. Okay, was wird denn da wohl gemacht? Sprich mit der netten Dame am Schalter und vertraue ihr deinem Pokémon an. Sie macht dein Team nur wieder fit, du wirst schon sehen. Ja, das haben wir am Ende der letzten Folge auch schon gemacht. Man redet einfach mit ihr, dann nimmt sie die Pokémon, speist sie da auf die Pupu-Dibu-Maschine und dann ist alles wieder toll. Yeah. Messenschlag eines jeden Pokémon-Centers befindet sich der lokale Club. Dort kannst du jede Menge Spaß mit deinen Freunden haben. Ja, ich habe jetzt keine Lust, in den Club beizutreten. Na komm, gehen wir einfach. Gehen wir einfach. Ich habe so Lust, meiner Mutter noch alles zu erklären. Weil sie denkt ja, dass ich die Pokémon geklaut habe. Das muss ich ihr schnell noch alles erklären. Deshalb rennen wir und springen einfach diese Abgründe. Ja, was heißt Abgründe? Halt diese 1-Meter-Dinger runter. Dann sind wir schneller hier. Mama! Wir werden keine Anzeige bekommen, Mama. Willkommen zurück, Maike. Geht es dir und deinem Pokémon gut? Ruh dich doch ein wenig aus. Woher weißt du, dass wir Pokémon haben? Was gibt es, Maike? Donnerwetter, Professor Eiber hat dir so eine wichtige Aufgabe anvertraut? Da hat dann mal viel Erfolg, mein Schatz. Ich unterstütze dich natürlich, wo ich kann. Oh, richtig. Ich habe da etwas für dich, was du sicher gut gebrauchen kannst, Maike. Abenteuernotizen. Cool. Wenn dich auf deinem Abenteuer etwas stutzig macht oder dir unverständlich erscheint, dann sieh in deinen Abenteuernotizen nach. Dort solltest du fündig werden. Wie ich dich um deine Abenteuerreise beneide. Zudem hast du immer dein Pokémon zur Seite und musst dich nie einsam fühlen. Ach, wie gern würde ich mit dir tauschen. Kann ich nicht einfach mitkommen? Warum eigentlich nicht? Keine Sorge, ich mache nur Spaß, Maike, wirklich. Zieh du ruhig los und genieß dein Abenteuer. Ich halte hier so lange in Stellung. Denn wenn du neue Dinge lernst und aufregende Erfahrungen machst, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Doch schau ab und zu mal zu Hause vorbei. Schließlich möchte ich ja auch all deine neuen Pokémon-Freunde kennenlernen. Abenteuernotizen, das ist neu. Also nicht wirklich neu, aber so wie die es jetzt hier umgesetzt haben, ist es neu. Hier werden allerlei Infos verzeichnet, die dir auf deinem Abenteuer von Nutzen sein könnten. Du kannst über die Basis-Item-Tasche deines Beutels darauf zugreifen. Also ich meine zumindest, dass es anders funktioniert. Entschuldigt die Störung, aber steckt mein kleiner Patrick zufällig hier? Oh, nein, tut mir leid. Verstehe, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Ach, was mache ich denn jetzt nur? Er rief nur, dass er auf ein Abenteuer gehen würde und weg war. Dieser Junge ist so stur und waghalsig. Ich wollte ihm zumindest das hier mit auf den Weg geben. Kein Grund zur Sorge, Maike bringt ihm das sicher gerne. Das machst du doch. Nicht wahr, Maike? Ach, wirklich, das würdest du für mich tun? Okay, warum nicht? Vielen Dank, dann gib Patrick bitte das hier von mir. Ein Paket. Okay, ich bin Postbote anscheinend. Mach's gut und viel Spaß auf deinem Abenteuer, Maike. Lass mich nach rasch überlegen, wo er sein könnte. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Vielen Dank nochmals. Jubelstadt? Davon haben wir doch schon mal gehört. Im Fernsehen. Hä? Warte mal, Maike, du hast was Wichtiges vergessen. Was denn? Meine Mütze! Wow! Fun Fact, die Mütze hatte man im Original von Anfang an die ganze Zeit. Hä, warum was? Es gibt jetzt ein Gespräch draußen? Das ist auch neu. Ich wusste doch, dass sie diese Mütze gut stehen würde. Also dann mach's gut! Oh mein Gott, diese Textbox ist auch neu. Oh mein Gott. Und ja, Leute, jetzt haben wir eine freaking Mütze! Woo! Einen Trainerpass. Die Pose, einfach genauso wie das Artwork. Cool. Moment. Orden. Oh, das wollte ein bisschen, das soll ich vielleicht nicht zeigen.
Lassen wir das mal. Für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Es gibt ja bestimmt Leute, die noch in ihrem Leben einen DS besaßen, dieses Spiel nie gespielt haben. Und für die will ich natürlich nichts spoilern. Auch wenn es Schande ist. Aber gut. Nicht jeder hat so viel Glück wie ich, in der Generation von dem Nintendo DS Trademark aufgewachsen zu sein. Zumindest würde ich mich schon glücklich schätzen dadurch. Stimmt, die Stadt haben wir noch gar nicht erkundet, ne? Ja, komm, machen wir es mal. Das Ding, das du da hast, das ist ein Pokédex, oder? Dann wirst du dich wohl bald auf die Suche nach dem unterschiedlichsten Pokémon begeben. Bist du wirklich ein Glückspilz? Ja, siehst du, die sagen auch, ich bin Glückspilz. Finde ich auch. Finde ich auch. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Vergiss aber gerade zu Beginn deines Abenteuers nicht, sie regelmäßig im Pokémon Center heilen zu lassen, während du sie trainierst. Ja, es wäre kritisch, wenn man das nicht machen würde. Ein guter Trainer achtet stets darauf, dass seine Pokémon nicht so viele KP verlieren und bewahrt sie somit davor, kampffähig zu werden. Ja. Immer schön darauf achten, ob die Pokémon überhaupt noch irgendwas aushalten oder ob die dann direkt, ja, K.O. gehen. Okay. Moment, warum ist hier ein Schild? Haus von Lucius? Aha. Der eine Bengel, ja. Oh, Professor Alp ist also zurück. Er ist ein bemerkenswerter Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren Pokémon erforscht. Mein Sohn und mein Enkelkind gehen ihm aktuell bei seinen Forschungen zur Hand. Wer bist du denn? Oh, du bist Michael? Ach, dann hilfst du doch bestimmt dem Professor mit seinem Pokédex, oder? Wow, mein großer Bruder macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Danke. Hier oben ist wohl sein Zimmer. Ja, ein bisschen pink für einen Jungen, aber okay, judge ich nicht. Ja, okay, du hast die gleichen Regeln wie, gleichen Standardtext meine ich natürlich. Wie unser Rivale. Da heißt er eigentlich standardgemäß Barry, aber bei uns heißt er Patrick. Sandgemme, sandiger Ort mit Zugang zum Sand oder zum Meer halt auch, ja. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich jetzt besser mal. So, nun kann ich ein Päuschen einlegen. Ja. Also es gibt einmal die Leute, die speichern irgendwie alle paar Stunden einmal und es gibt Leute wie ich, die speichern... Oh, fuck, ich habe jetzt einen Schritt gemacht, ich muss speichern. Okay. Hm, ja, okay, dann speichere ich jetzt nochmal. Sowas, wisst ihr, was ich meine? Wow, Pokémon sind so cool! Man kann sie in Kämpfen einsetzen und dadurch stärker machen! Ach, ich hätte auch gerne welche, das wäre so cool! Ja, du sparst ein bisschen, dann holst du den Pokéball und hast auf dein Glück, dass du es ohne Schwächen fängst. Strand von Sandgemme 219. Okay. Oh, Item. Gegengift. Wow. Ja, da können wir noch nichts machen. Oh mein Gott, ich habe noch nicht in dem besten Ort aller Zeiten vorbeigeschaut. Im Pokémon Supermarkt. Wir erfüllen alle Itemwünsche. Oh mein Gott, ich muss da rein. Alleine wegen der Musik muss ich da rein. Oh, ich habe so lange dieses Theme vermisst. Dafür hätte ich ein Pokémon über den Weg, dann musst du das unbedingt mit einem Pokéball fangen. Soll es immer mindestens einen dabei haben. Ja, Sa hat doch schon recht. Verliert dein Pokémon alle seine KP, kann es nicht mehr weiterkämpfen. Um das zu verhindern, denke ich mir hier mit jeder Menge. Also decke ich mich hier mit jeder Menge Tränke ein. Ja, das ist ganz gut. Willkommen, kann ich Ihnen helfen? Ja. Gar nicht eigentlich. Ja, ich mache ja keinen Nuzlocke oder irgendwas. Ja. Brauche ich gerade nichts. Aber pro Nuzlocke, Freunde. Warte. Für diese Eilmeldung gehen wir mal in diese Musik rein hier. Weil die einfach super ist. Kurze Eilmeldung nenne ich das jetzt mal. Falls ihr Bock habt, wenn ich das Spiel durch habe, hätte ich schon Interesse an einem Nuzlocke von diesem Spiel. Also wenn ihr wollt, könnte ich das machen. Aber ja, wir werden sehen, ob das überhaupt irgendwen interessiert. Aber wenn ihr Bock habt. Nuzlocke ist basically für die Leute, die es nicht kennen. Einfach, ich spiele ganz normal Pokémon, aber wenn das Pokémon einmal besiegt wurde, also auf KP auf 0, dann darfst du es nicht mehr benutzen. Es ist einfach dead. Hier ist es ja so, wenn es K.O. ist, dann ist es K.O. Dann lebt es aber noch, dann gehst du in Pokémon Center und dann lebt es wieder. Ja.
So ganz basic gesagt. Ganz simpel. Route 202. Und da ist auch schon Lucius. Ach stimmt, ich hab dir ja noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange jetzt einfach mal eins und du siehst mir dabei genau zu, okay? Okay. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, ob die die alten Sounds hier genommen haben für die Pokémon, aber es hört sich danach an und ich liebe es. Klaps. Fun Fact, die haben Pfund. Also, damals sich die Attacke Pfund und die haben das jetzt auf Klaps übersetzt. Seit Schwert und Schild, glaube ich, war das. Eigentlich ziemlich unnötig ab dem Punkt, aber es ist trotzdem lustig. Ich meine, ja, Pfund war eine dumme Übersetzung. Ich meine, du schmeißt ja keine britische Pfund auf den Pokémon. Lul. Aber Klaps macht auch mehr Sinn und ja, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie lustig. Irgendwas zu labern, während wir halt sehen, wie super simpel es ist, Pokémon zu fangen. Gehst du einen Beutel? Da waren gerade die klassischen Sounds. Auf jeden Fall, du gehst an einen Beutel, drückst auf Pokéball und dann schmeißt du. Das war's. Hä? Das war nicht von schlechten Eltern, wie? Eigentlich sollte man den Pokémon aber noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Es ist wichtig, die KP eines Pokémon so weit wie möglich zu verringern. Ein kerngesundes Pokémon lässt sich nämlich nur sehr schwer fangen. Oh, und wenn du ein Pokémon mit einer Attacke zum Beispiel in Schlaf versetzt, ist es noch einfacher zu fangen. Nun denn, hier als kleine Starthilfe schenke ich dir noch ein paar Pokébälle. Du erhältst Pokébälle. Du verschaust Pokébälle. Wenn du mit vielen Pokémon unterwegs bist, kannst du weitere Strecken reisen. Dadurch begegnest du natürlich auch mehr Pokémon. Also dann, man sieht sich. Bis dann. Alles klar. Obwohl, wir haben noch gar nicht geguckt, wie der Pokédex aussieht. Er sieht wirklich einfach genauso aus wie damals, nur jetzt in, ja, schöner, bei HD, ne? Cool. Oh. Ich werde angerufen. Oh, du bist ein Pokémon-Trainer und ich bin ein Pokémon-Trainer. Lol, unsere Blicke haben sich getroffen, also müssen wir jetzt miteinander kämpfen. Okay. Knirps Gunther. Oh, oh, ein starrer Lilly. Tja, unser Cellast hat das einmal besiegt und jetzt nochmal. Oh, oh, Level 5. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe nicht wirklich trainiert. Oh, Ruckzuckieb. Tackle aber in 100% Erstschlagquote. Da müssen wir aufpassen. Das haut rein. Ich bin übrigens am Überlegen, ob ich vielleicht für spätere Folgen die Musik ein bisschen hochdrehe, weil ich möchte halt dem Soundtrack halt auch eine gute Chance für euch geben. Ich weiß halt nicht, ob man den auch gut hört. Oh oh, was war das für ein Sound? Oh oh! Wir haben fast keine KP mehr. Da war ich wohl ein bisschen zu den Gedanken. Ah, aber Cellist hat ein Level-Up bekommen. Sehr schön. Und Blattwerk. Was? Was? Blattwerk? Das hat aber damals nicht erlernt auf dem Level. Ich meine, cool, I guess, aber das ist neu. Du bist stark. Richtig stark. Danke. Ich weiß. Zöger nicht und sprich die Trainer, mit denen du kämpfen willst, einfach an. Durch Kämpfe werden Pokémon immer stärker. Ja, oder halt nicht, weil XP-Chair ist hier, also dieser EP-Teiler, der ist ja automatisch an. Also, naja. Naja. Ich weiß übrigens nicht, wie ich mich bewegen will, aber ich kann es ja mal versuchen, mit dem Steuerkreuz ein bisschen mich zu bewegen. Auch wenn es komisch ist. Tipps für Trainer. Pokémon, die an einem Kampf teilgenommen haben, erhalten mehr Erfahrungspunkte als solche, die nicht gekämpft haben. Je öfter ein Pokémon kämpft, desto stärker wird es also. Jo. Ah, was sehe ich denn da? Den Trainer! Und jetzt kämpfen bitte! Einen Kampf bitte! Ja, den kann ich dir geben. Ein Bidiza. Ey, die Animations sind so gut! Die sind jetzt schon viel besser als in Schwert und Schild. Oh verdammt, ich bin kalt! Ich hab das voll vergessen! Mein Gott, Mike, pass auf, statt irgendwelche blöden Sachen zu sagen.
die niemanden interessieren. Heil dich schnell! Ja, jetzt hat er halt einen. Oh, ich dachte gerade nicht an. Heuler. Senkt doch nur Angriff. Da, das ist nicht ein Problem. Das ist kein Problem. Nein, nein, nein. Denn wir haben Blattwerk und das ist sehr effektiv gegen Bidiza. Ah, nee. Oder? Bidiza ist doch Wasser. Oder ist das die Weiterentwicklung Wasser? Ich dachte, die Vorentwicklung wäre auch schon Wasser. Grüße an Ingi. Aber anscheinend nicht. Na okay, Blattwerk ist aber auch so eine Attacke, die kenne ich gar nicht. Schon das Level 7! Oh, fast gewonnen-hitted. Ihr seht schon, Level-Ups bringen einiges. Die machen einen sehr, sehr viel stärker. Also es ist immer wichtig zu trainieren und vor allem bei Trainern zu trainieren, weil Trainer geben viel mehr Erfahrungspunkte als wilde Pokémon. Wilde Pokémon sind größtenteils eigentlich nur dazu da, um sie zu fangen. Oh, ich hatte keine Chance. Buhu. Da spiele ich dir eine traurige Melodie auf der kleinsten Violine der Welt. Meine Pokémon sind ziemlich erschöpft. Auf ins nächste Pokémon Center. Okay. Dieser irgendwie in einer sehr kurzen Zeit wieder auf der glücklichen Ebene gelandet. Shinnok. Shinnok ist ein richtig, richtig cooles Pokémon. Also ich kann euch nur empfehlen, ein Shinnok ins Team zu nehmen. Oh, cool. Man kann sofort hier. Was? Ich setze sofort ein? Nein, ich wollte das gar nicht einsetzen. Ich wollte nur. Das sind wirklich die alten Sounds. Ich wollte es gar nicht fangen. Ich hab das nur gerade gesehen, hab's gedrückt und er fängt einfach schon direkt. Ich wollte gucken, wie viele Bälle ich habe. Aber ja, so wie ich es gerade getan habt, Shinnok solltet ihr auf jeden Fall ins Team tun, weil Shinnok ist ein ziemlich cooles Pokémon und auch sehr stark. Und ja. Nein, ich wollte es eigentlich nicht fangen. Tja, dann muss ich es wohl gleich in die Box legen. Sorry, Bro. Bist zwar ziemlich cool und ich hätte dich auch ins Team getan, wenn ich nicht andere Pläne hätte. Ja, ich wollte nur Positives über Shinnok sagen, aber warte mal. Wie viele Bälle haben wir jetzt eigentlich? 20? Hat man nicht damals 5 bekommen? Hä? Aha. Okay. Los, lass uns kämpfen. Hä, der Sieg wird allerdings an mich gehen. Das denkst du auch nur du, ne? Mit deinem kleinen Staralili da. Was willst du denn damit, hä? Hä? Oh, Shinnok. Außerdem hat Shinnok ein süßes Design. Die Weiterentwicklung vielleicht nicht mehr so süß, aber dafür stark. Ich habe bisher übrigens nur wirklich Positives über dieses Spiel gehört. Also klar, Critics und Reviewers sagen, Spiel ist schlecht. Aber so. Also, normale Leute, also Leute, die es einfach gekauft haben, um es zu spielen. So Menschen wie du und ich. Da habe ich mich mal rumgehört und alle sagen eigentlich, dass das Spiel bisher ganz gut ist. Also, Critics, keine Ahnung, was die wieder genommen haben. Labern wieder. Aber, ja, es ist ein altes Spiel. Aber jetzt mit neuen Chibi-Grafiken. Aber, es ist ja von komplett Boden auf neu programmiert und. Sie haben so viel auch hinzugefügt. Ihr denkt vielleicht, das Spiel ist einfach nur das alte und nichts mehr, aber es gibt sehr viel neuen Content. Aber was heißt, ja gut, sehr viel würde ich jetzt nicht sagen, aber vor allem so gegen, ist echt krass, ich weiß. Vor allem so gegen Aftergame kommt, glaube ich, viel, habe ich mich so ein bisschen mir sagen lassen, ne? Aber auf jeden Fall solltet ihr ein bisschen dranbleiben, denn es kommen noch ein paar Änderungen zum Spiel. Und vor allem für die Leute, die nur Platin gespielt haben, so wie ich, die werden sowieso seit Anfang an, seit dem Intro, Änderungen sehen, weil selbst das Intro, wie das Tutorial alles angefangen hat, das war anders als in Platin. Das ist zwar nichts Neues, aber es ist interessant. Manche Pokémon erscheinen nur morgens, andere hingegen nur abends. Ich werde jetzt einfach so lange hier warten, bis ich jedes einzelne gesehen habe. Gott, bist du hobbylos. Ja, danke für den Trank. Den hättest du ja noch schnappen können, wenn du dir rumstehst und nichts tust, ne?
Ja, ist jetzt meiner. Und das Item hier auch. Haha! Und hier sind wir angekommen in Jubelstadt. Oh. Hey, Maike! Wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Echt? So viele? Oder wohl eher so wenige? Hm, ich denke, du sollst ein paar mehr fangen. Eine große Anzahl an Pokémon zu trainieren ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber es lohnt sich, denn je mehr Pokémon du hast, desto glücklicher wirst du. In Jubelstadt gibt es übrigens eine Trainerschule, da solltest du mal vorbeischauen. Patrick ist vorhin auch schon dorthin aufgebrochen. Dann mal weiterhin viel Erfolg mit dem Pokédex. Man sieht sich! Ja, bye! Jubelstadt. Stadt der Freude und Zusammenkunft. Okay. Okay. Hallo Trainer, wenn du mit deiner Weisheit mal am Ende bist und ich weiß, wie es weitergehen soll, dann sprich mit den Leuten, quatsch mit jedem, den du siehst, werf einfach jeden, reise, wohin dich deine Beine tragen, denn so wirst du immer wieder Neues erfahren und es werden sich dir neue Wege auftun. Pokémon sind tiefgründige, geheimnisvolle Geschöpfe, doch die Trainer scheinen in erster Linie nur ans Kämpfen zu denken. Ja, das ist der Sinn hinter Trainern, sie kämpfen. Mit dem Pokémon. Ja. Wie die hier sitzen. Wusstest du eigentlich schon, dass sich manche Pokémon-Arten entwickeln, nachdem sie durch Kämpfe stärker geworden sind? Außerdem kann sich durch die Entwicklung auch ihr Aussehen völlig verändern. Was? Ein süßes Chalas wird nicht für immer ein kleines Zweiblatt auf seinem Kopf haben? Oh. Der Umstand, dass Pokémon zur Entwicklung fähig sind, macht sie so geheimnisvoll. Ja, in der Tat. Was ist das eigentlich? Einfach nur Radio. Hier kommt die Musik abgespielt. Okay, dann lasse ich das mal in Ruhe, aber die Musik ist schön. Echt schnuckig. Habe ich recht, Chibidon? Ja, wir sind Chibidon. Und Chibidon ist cute. Aber warum seid ihr so winzig? Ich tausche gerade beim Pokémon. Mit meinem Freund. Leute, ich seh's grad! Die haben kein Nintendo DS so wie damals, sondern die haben aber eine Switch in der Hand. Ich gebe meinem Pokémon immer ein Item zum Tragen, bevor ich sie tausche. Damit macht man den anderen Trainern nämlich eine doppelte Freude. Ja, das ist sehr nett. Man kann nämlich auch Items an den Pokémon geben, dann tragen sie die. Hallo Trainer! Na, weißt du viel über Pokémon? Nein! Oh, Pokémon scheinen nicht gerade dein Spezialgebiet zu sein. Kein Grund zur Sorge. Hier gibt es nämlich eine Trainerschule, wo einem das Grundwissen über Pokémon beigebracht wird. Ja, hier. Was ist hier? Oh. Entschuldigung, aber die Vorbereitungen für die GWS sind noch nicht voll im Gange. Okay, dann halt nicht. Was ist die Trainerschule? Ja, Trainerschule. Der erste Schritt für werdende Trainer. Na dann. Dann schauen wir mal kurz rein. Oh, da ist ja schon Barry. Barry? Ich habe ein Paket für dich. Im Postbote. Hey Maike, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel geschrieben steht. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine kostbaren Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Na, immerhin denkt er an seine Pokémon, ne? Was machst du hier, Maike? Was? Du hast etwas für mich? Ja, hier. Bitte dir noch unterschreiben, danke. Und was ist das? Oh, wow, klasse, das ist ja eine Karte. Hä? Aber wieso denn gleich zwei davon? Hat sich wohl jemand auf Amazon verklickt. Na, ich finde die zwar toll, aber ich brauche ja nur eine. Ah, hier, ich schenke dir die andere, Maike. Danke, Mann. Wenn ich mich nach der Karte hier richte, dann heißt mein nächstes Ziel wohl Erzeling. Dort gibt es auch eine Arena, ideal zum Trainieren mit einer Pokémon. Schließlich bin ich auf dem besten Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Ciao. Kleiner Fun Fact. In jedem Pokémon Center gibt es sowieso eine Karte. Wie wir jetzt sehen werden. Hier oben. Wow. Das sieht interessant aus. Anders auf jeden Fall. Hier sind die Orte, die wir bereits gesehen haben. Hier haben wir angefangen, dann sind wir hier lang und dann sind wir hier oben lang in Jubelstadt und dann geht's nach links und nach oben und nach rechts. Aber links ist doch Sattgasse. Wo soll's da hingehen? Also würde ich vorschlagen, vielleicht nach oben oder nach rechts zu gehen. Das wäre doch eine Idee.
Auch wenn sich bereits... Also, auch wenn sich bereits 6 Pokémon in deinem Team befinden, kannst du noch weitere fangen. Diese können dann in deine Pokémon-Box geschickt werden. Das ermöglicht es dir, immer mehr Pokémon zu fangen. Und es macht jedes Mal ungeheuren Spaß, einen Blick auf meine Boxen zu werfen. Ja, hier in PC-Boxen. Windows mal kurz anmachen. Jemandes PC oder Professor Eibes PC? Ich meine, das hier ist nur, um halt ihm zu sagen, ja, wie viele Pokémon du hast und ja. Nicht so wichtig eigentlich. Oh Gott, sieht die Box viel besser aus. Oh mein Gott, die sieht so schön aus. Okay, was sind die Motive? Was sind die Motive? Wald, Stadt, Wüste, Steppe, Gebirge, Vulkan, Schneegebirge, Höhle, Strand, Tiefsee, Fluss, Himmel, Pokémon Center. Jetzt kommen die neuen, oder? Tal, kariert, Schlicht, Weltall. Okay, nee. Garten. Nostalgie, LOL! Alter, ist das cool, oh mein Gott! Flemmli aus irgendeinem Grund. Trio, war schon cool. Pika Pika. Legendär. Team Galaktik, was ist das denn? Hm. Zerwelt Platin. Trio Platin. Wettbewerb Platin. Pika Pika Platin. Nochmal Nostalgie Platin. Legendär Platin. Glieb. Bunkel aus irgendeinem Grund Platin. Team Galaktik Platin. Oh mein Gott. Also ich habe mich ja instant in Nostalgie verliebt. Junge, das ist, oh mein Gott. Viel zu geil. Na gut, aber jetzt muss ich mich ein bisschen entscheiden, ne? Das oder das? Ich meine, die haben sie ein schönes Zuhause, ne? Aber ich glaube, die Pokémon brauchen kein Zuhause. Die wollen einfach nur hier schön in ihrem Gras. Okay, das sieht sehr komisch aus, wenn man die da reinlegt, aber der Hintergrund ist trotzdem geil. Ich liebe es, das sieht geil aus. Wie viele Boxen hat man insgesamt? 18? Ich glaube, man kriegt immer später mehr Boxen, wenn man dann mehr Pokémon hat. Bin ich mir ziemlich sicher, das war bisher immer so, meine ich. Egal. Du weißt doch, dass Pokémon unterschiedlichen Typen wie Wasser, Feuer oder Pflanze angehören, oder? Es heißt, dass diese Typen Vor- und Nachteile gegenüber anderen Typen hätten. Ja, es gibt Typenvorteile und Nachteile. Ich meine, es ist doch offensichtlich, dass wenn man mit einem Feuer-Pokémon auf ein Wasser-Pokémon angreift, dass das nicht so viel Schaden macht. Aber dass ein Wasser-Pokémon auf ein Feuer-Pokémon sehr viel Schaden macht. Ich glaube, das macht ziemlich logischerweise Sinn. Im ersten Schlag befindet sich der lokale Raum. Dort kannst du zum Beispiel mit anderen Leuten kämpfen und Pokémon tauschen. Cool. Na gut, dann würde ich aber sagen, gucken wir uns in der nächsten Folge mal genauer die Trainerschule an und allgemein Jubelstadt. Da oben wartet schon ein Typ auf uns. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Like freuen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder da. Yeah, Pokémon!